Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ulvur. Wir haben hier alles Burg-Oak-Bäume und da drüben ist noch ein komischer Baum, den können wir auch mal anschauen. Da ist aber der erste Burg-Ork und kurz schaue. Ja. Okay. Weil, ja, das ist die dritte Aufnahme heute für mich. Bis am Sonntagabend, dem 17., habe ich dann Aufnahmen. Das ist eigentlich das einzige Mal, denke ich mal, dass ich vorproduziere. Nicht für den Tag produziere, ein oder zwei Folgen, sondern eine Folge jetzt in 3 Tagen haben, vorproduzieren, wegen Path of Exile. Und da werde ich dann immer wieder so Updates machen, wie es mir so geht. Ich werde Solo Selfhunt noch mit einem Kumpel den Dämonenschnitzel zusammen spielen. Eventuell wird er halt sehr wenig spielen, aber es geht mir darum, einfach, dass ich natürlich auch ein bisschen mit anderen spielen kann, Path of Exile. Weil, ja, wenn man einen Freund hat, der ist irgendwann dann nicht mehr so am Spielen. Ich habe einen Edelweiß gefunden und noch ein paar andere Dinge mitgenommen. Und Blumen mitgenommen und einfach da drüben ist sind die Berge, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Oh, die sind aber noch schön. Okay, die nehme ich auch mit. Und eben die Seerosenblätter alle mit den Blumen. Ah, ich habe eigentlich kaum Seerosen schon gesehen, die blühen. Die sind wirklich sehr selten am Blühen. Wir haben einen Park im Grünen, heißt er, in Basel, der relativ viele Blumen immer hat. Auf Seerosenblüten sehe ich nie, nur die Blätter ständig. Muss öfters gehen. Aber ein wunderschöner Park, also denke, der größte, nicht der größte wahrscheinlich, aber einfach der umfangreichste Park der Schweiz. Mit einem riesen Plastikdinosaurier Statue. Wo ist jetzt genau der Baum? Jetzt habe ich die Übersicht kurz verloren. Dort drüben, okay. So, was ist denn das für ein Baum? Dattel. Walnuss. Gelber Walnussbaum. Ach, wie schön. Oh, die Blätter sind noch gelber. Also, es war eher braun, dunkelbraun. Aber, Dankeschön, so viele Setzlinge. Wunderbar. Also, dann gehen wir hier wieder zurück. Oh, gelbe Blätter, die muss ich mitnehmen. So, auch wieder eine da lassen, immer zu merken. Ja. Almonds nehmen wir auch mit. Die Axt ist wirklich schon sehr beschädigt. Ja, wieso nicht? Rote Blätter. So cool. Hier könnte irgendwo vielleicht noch ein Baum sein. Oder der da drüben. Das interessiert mich noch, aber es ist wahrscheinlich blauer Oak. Blue Oak. Ja. Plötzlich hat man wieder so viel zu entdecken. Frauen, also Lady Schnapper. Okay, schade. Ja gut, aber Blue Oak haben wir eigentlich direkt noch nicht so. Strawberry, ja. Ach, da ist ja noch. Nein, das sind Kirschen. Ja. Weiße Blumen haben wir nicht. Haben wir, glaube ich. Kirschholz.
Ja, gut. Tour 1. Nicht tiefer. Das Lager. So. Okay, wir haben viele Blumen gefunden. Ja, die Kiste ist voll, leider. Wir haben alles. Extremst mit Blumen voll. Mach dann wieder eine Kiste. Also, was könnten wir anpflanzen? Nichts momentan. Die Walnuss. Ja, wir müssen immer je eine anpflanzen, weil dann haben wir die hier in der Nähe, dann können wir dann auch besser sehen. Ja, den Baum würde ich gerne ein bisschen vermehren. Also, hier sind die Pflaumen. Das ist Yellow, das ist Blue Oak. Okay. Birken. Eichen. Hier auch keine. Ja, ab hier sind die Lianen. Die Efeu. Ähnlichen Ranken. So, die sollten eigentlich wachsen. Ja, so. Gut, schön, dass ihr schon gewachsen seid. Ja, dann fangen wir mit Forestry an. Und dafür benutzen wir gleich nochmals die NPC-Wand. Muss ich schon beschauen. Ja, die ist leider dort drüben in der Kiste. Beim alten Opes Farm NPC. Für mich ist das Modpack so motivierend. Ich hoffe für euch auch. Es wird noch sehr viel passieren. Also, wir können dann absolut wunderschön bauen mit Little Tiles. Wir können ja mal noch kurz ein bisschen durchschauen. Eben Cocricut Mod, denn die Sachen holen wir, wenn wir ja, es einem NPC gut machen wollen oder fürs Haus gut machen wollen, holen wir die und tun dann einfach eine Geschichte oder so drum machen, also eine Quest sozusagen. Genau. Also da hat es wirklich wunderschöne Sachen. Ich würde gerne eines der Dächer für mein Haus bauen. Ja, Blue Clay. Würde ich gerne heranholen. Wenn wir gemeinsam heranholen. Ja, wieso nicht diese? Ja, für unser Haus jetzt mal nicht. Obwohl es wirklich schön aussieht, das Grün oder das hier. So weit sind wir noch nicht. Also Cocricut ist weg, vorbei. Das mit dem Cars Ultimate Car Mod müsst ihr vielleicht mir erklären. Das weiß ich noch nicht, wenn ihr es wisst. Wenn ihr die Zeit habt, sucht mal bitte nach einem Video oder so. Ich werde wahrscheinlich die Zeit knapp nicht finden, aber ich werde mir Mühe geben, dass ich da mal mich erinnere, dass ich das nachschauen muss. So, eben die Sachen werden wir auch mal verwenden. Außer sieht wirklich sehr außergewöhnlich aus. Genau, und da haben wir noch Crayfish und DecoCraft. Ja, Forestry, wir haben ja das Grünherzholz, also Chocobolo-Holz möchte ich gerne mal dann haben. Und da werden wir gleich nachschauen, DecoCraft. Schießel, genau. Ja, Wolle werden wir sicher verwenden.
Prismin sicher auch. Das sind schöne Kisten. Ja, wunderbar. Okay. Add Forest. Wir brauchen zuerst mal nicht. Eine Pipette, die tut Proben nehmen. Pane ist die, ja, Fenster. Wo ist das andere? Nach diesen Stöpsel. Lötkolben ist es auch nicht. Der Bienensmoker möchte ich gerne herstellen. Dafür brauchen wir Zinn. Feuerzeug, Stock, Leder. Okay. Da, okay, Gartenschere. Bronzebahn. Also, wir haben Kupferbahn. Wir haben Zinnerz. Ja, das müssen wir vermischen, wahrscheinlich zusammenkräften. Geht das schon? Also müssen wir nachschauen, wo Bronze ist. Okay, drei Kupfer. Bronzebahn. Eins, zwei, drei, vier. Dann eine Kiste bitte. Doppelkiste natürlich. So. Walnüsse. Ah, ist noch Almonds. Ja, schon wieder voll. Das Fleisch lege ich mal hier oben rein. So, der Rest tun wir hier rein. Okay, das ist das eine. Dann haben wir ja der Smoker, Zinnbahn, Feuerzeug. Das Feuerzeug müssen wir neu kräften. Also, zwei Leder. Schauen, ob ich das auswendig kann. Nee. Oben. Aber wie? Ah, unten auch noch 10. Ja, ist klar, dass wir das nicht machen können. Ah, recht schweres Crafting-Rezept. So, und der Cache haben wir. Nur wissen. Hier. Also jetzt versuchen wir mal einen Smoker an diesem Innenwandteil. Ja, geht. Sehr gut. So ein Half-Slab hier hin tun oder so. Machen wir die mal hier rein. Genau. Du musst mitkommen. Und jetzt brauchen wir noch einen Analyser. Schon wieder das Glas. Diamante.
Das ist heftig teuer. Ja, wir haben kein Glas bisher gemacht. Wir haben nämlich auch kaum Sand irgendwo farmen können. Das müssen wir noch machen. Und was redst du noch? Da brauchen wir vier. Ja, geht nicht. Ja. Oder sogar sechs. Na gut, wie bekommen wir jetzt das noch unteils Sand her? Am besten in der neuen Welt. Nicht mal. Nicht mal in die Welt, in dieser Welt. Sondern in dieser Welt. Was mit dem. Ja, direkt. Kein See in der Nähe. Es war wirklich in der anderen, also in der ersten Welt jetzt. Kein einziger Sand, das ist sowas von. Ja, wir müssen ein bisschen erkunden hier. Dass die da nicht so schnell ans Sand kommen, das ist unglaublich. Ja, ist gut. Ich weiß, dass du mich nicht magst, aber so viel Lärm musst du jetzt auch nicht machen. Was ist das für ein Ding? Eichen? Einfach nur ein anderes farbiges Biom. Aha. Hey, nicht so langsam. Tschüss. Nein. Genau deswegen. Ja. Kein einziger Sand. Dorthin vielleicht? Das ist Schnee, hä? Oder? So viele Creeper. Sogar Pferde. Das ist Schnee. Ah, okay. Geht nicht mal. Jetzt. Okay, hier auch kein Sand. Der ersten Welt kann man ja sowieso nicht erwarten. Es sind keine Seen. Ich dachte, es gäbe Seen, aber ja, Rittermetallseen, genau. Okay, so können wir keinen Sand herkriegen und ich möchte in dieser Welt auch nicht gerade Sand verwenden, also abbauen. Dann müssen wir da warten mit dem Analysierer, das geht auch ohne. Gut. Dann gehen wir einfach mal direkt zur Farm. Muss leider nochmals zurück. Also wir möchten gerne mal einfach mit Eichen anfangen. Und mischen das mit einer Silberlinde und mit einem Teakbaum. Und wir könnten eine Eiche ja zweimal. Dann nehmen wir eine zweite Eiche und verschmelzen das mit einem Zuckerahorn und mit einem Grünherz möchte ich jetzt noch nicht. Vielleicht mit einer Akazie zusammen.
Das geht. Und jetzt gehen wir dorthin. Und platzieren die ganz nebeneinander. Also drei Abstand. Kurz nach der Zeit schauen. Okay, dann genügend Zeit. Also die erste hier, dann wäre das ja 3 neben dran. 3 neben dran. Weil der Baum, der hat jetzt zum Beispiel so breit. Machen wir eins mehr, weil dann werden die Blätter nicht so vermischt. Sie müssen ja nur ankommen. Also wenn der Baum wächst, dann hat er 2 breit und der auch 2 breit und sind sie vermischt. Wir könnten sogar noch eins weiter weg machen. Ja, dann machen wir einen Baum so und der andere Baum machen wir eins weiter weg. Also wie viel 2? 4. Auseinander. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aber ja. Der Akazienbaum, der wird nicht so die Blätter so nah dran bekommen. Ich mach den einfach mal nur 2 sogar. Und dann halt immer wieder fällen oder so. So, jetzt müssen wir einfach warten und das mache ich bis zur nächsten Folge. Und ja, dann werden wir sehen, ob es geht. Ganz in der Nähe haben wir keine Bienenwaben. Ich sehe jetzt gar keinen, da haben wir einen. Okay. Dann machen wir das gerade noch kurz. Eventuell werde ich die auch dann mit dem Kreativmodus manchmal ein bisschen platzieren. Aber ich denke, das ist nicht nötig, um jetzt wirklich. Oh. Smoker. Besänftigen. Besänftigen. Nicht töten. Gut. Ihr lausigen kleinen Bienen. Ja. Toll. Jetzt sind sie immer aggressiv auf mich, oder was? Das gemein gemacht. Gießt man es kurz. Sind sie wirklich wütend? Ja, dann lassen wir das einige Zeit. Und machen das dann später weg in dem nächsten Part oder so. Vielleicht müssen sie sich darüber schlafen. Haben wir sonst keine einzige Wabe hier? Okay, schade. An den Bäumen hier oberhalb vom kleinen Wald hat's. Okay, die war's dann jetzt noch nicht. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja. Tolle Motivation für andere Videos. Müssen nicht meine sein, natürlich. Ich habe mir auch immer wieder, ja, ich habe eine kurze, ein bisschen Zeit. Ich motiviere mich, irgendwelche Videos anzuschauen, damit ich anderen helfen kann. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und ja, nehmt euch Zeit. Dankeschön und auf Wiedersehen.